Wir sind heute hier unterwegs mit dem neuen Opel Astra Sportstourer Electric. Der Name ist schon fast so lang wie das ganze Auto. Ich weiß gar nicht, wie der auf so einen kleinen Kfz-Schein passen soll. Deutschland ist ja eine Kombination. Der Kombi ist ja so eine Art automobiler Liebling. Und insofern überrascht es dann doch, dass es bisher aus deutscher Produktion noch keinen rein voll elektrischen Kombi gibt. Und ich glaube, das ist ein Auto, auf das viele Leute bisher schon gewartet haben. Viele Familien, Handwerker natürlich, vielleicht auch Handelsreisende oder Freizeitsportler. Eben ein großer, komfortabler Kombi, Entschuldigung, Sportstourer, der dann auch noch rein elektrisch unterwegs ist. Wir haben euch den Sportstourer ja schon mal ziemlich ausführlich vorgestellt, damals mit einem Verbrennermotor. Aber der Electric unterscheidet sich von der Version mit dem Verbrennermotor äußerlich so gut wie gar nicht. Ich mag das Design, das ist sehr modern, so eine zurückhaltende sportliche Eleganz. Ich finde, das hier ist einer der schönsten Kombis in dieser Klasse. Vorne natürlich das typische Opel-Gesicht, das Weiser-Gesicht entschlackt, klar strukturiert, hier mit den LEDs. Dann haben wir 18 Zöller. Der Sportstourer ist ja 27 cm länger als der normale Fünftürer. Der ist 4,64 m lang. Beim Radstand gibt es im Vergleich zum Fünftürer ein Plus von 6 cm. 1,85 ist das Auto breit und 1,49 hoch. Und eine absolute Schokoseite hier vom Sportstourer ist natürlich auch das Heck mit ziemlich scharfer Kante designt. Hier oben der große Dachspoiler. Aber nicht nur beim Style ist der Sportstourer ganz vorne, sondern auch beim Laderaum. Obwohl der Unterboden ja vollgepackt ist mit den Akkus, haben wir hier nur 30 bis 40 Liter weniger Frachtraum als im normalen Sportstourer. Sprich, wir kriegen hier rein mindestens 516 Liter. Wir haben hier eine Grundfläche von 1,3 m mal 1,3 m. Legst du die Rückbank um, dann kommst du sogar auf eine Länge von 1,85 m und dann hast du eben diese 1553 Liter, die hier reinpassen. Hier unten gibt es nochmal ein Untergeschoss für Kleinkram. Also ich glaube, egal ob Gepäck, Arbeitsgerät oder Sportgerät, hier bist du auf alle Fälle mal bestens gerüstet. Also der Sportstourer, finde ich, punktet nicht nur beim Design, sondern auch beim Kofferraum. Der ist mega praktisch, ein echter Lademeister, obwohl er ja rein elektrisch unterwegs ist. So, dann machen wir gleich mal den Härtetest, den Reality-Check hier mit unserem schönen Sportstourer Electric. Wir sind ja rein elektrisch unterwegs und haben draußen so um die 0 Grad. Und dann wollen wir mal sehen, wie gut der Akku hier hält. Gute Nachricht, serienmäßig hat jeder Sportstourer Electric schon mal eine Wärmepumpe an Bord. Also das ist jetzt schon wirklich der Hammer, wenn du hier mit dem Sportstourer Electric fährst, wie absolut ruhig der ist. Klar, wir sind mit dem Elektroauto unterwegs, haben geräuschgedämmte Fenster noch dazu. Du hörst jetzt die Reifen, die sind natürlich ein bisschen lauter, weil wir Winterreifen drauf haben, klar. Aber das ist es auch. Also es hat richtig was Entspannendes. Und wie unglaublich angenehm und leicht der sich hier fahren lässt. Frontantrieb haben wir, die Lenkung hier auch ziemlich direkt, präzise, passt alles. Also das gefällt mir richtig gut. Du fährst hier gar nicht dahin, du floatest hier schon so richtig. Die offizielle Reichweite laut WLTP liegt bei 413 Kilometer. Der offizielle Verbrauch liegt so bei 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. So, jetzt ist es kalt, jetzt geht es hier ein bisschen bergauf, bergab. Wir beschleunigen zwischendurch mal für die Kamera. Also der Verbrauch jetzt hier bei uns liegt so bei ein bisschen über 20 Kilowattstunden. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die das Auto schon so im täglichen Einsatz ausprobieren, auf dem Weg zur Arbeit und zurück, dabei auch über die Autobahn fahren. Also 19 Kilowattstunden sind absolut drin. Aber da kann man sich natürlich dann auch selber ausrechnen, wie viel die Reichweite wirklich beträgt. 260, 270 bis 300 Kilometer, die dürfte man schaffen mit einem sanften rechten Fuß. Und wie schafft Opel das jetzt mit einem Akku, der gar nicht mal so groß ist? Das Auto hier ist für ein Elektroauto relativ leicht. Wenn man jetzt das Gewicht
von der Batterie abzieht, dann bist du bei rund 1300 Kilo. Also das Auto ist wirklich sehr leicht gebaut. Dazu kommt noch ein guter CW-Wert von 0,27 und so erklärt sich dann diese doch relativ gute Reichweite bei einem so großen Auto mit einem relativ kleinen Akku. Denn wenn es hier um den Antrieb geht, da verfolgt Opel die One-Antriebspolitik für den Sportstourer, ein Antrieb für alle Ausstattungsvarianten, nämlich mit dem 54 Kilowattstunden Akku. Also 156 PS für alle Sportstourer, Elektrikfahrer, 270 Newtonmeter Drehmoment. Das heißt, du kannst mit dem jetzt schon relativ zügig hier unterwegs sein. Es ist jetzt kein wirklicher Elektrosprinter, der dir die Reifen abschrubbt auf den ersten 5.000 oder 10.000 Kilometer. Also in 9,3 kannst du mit dem hier auf 100 sein. Höchstgeschwindigkeit 170, finde ich, ist ordentlich. Wir haben drei Fahrmodi hier, Eco, Normal und Sport. Wenn du mit Eco unterwegs bist, hast du 108 von den 156 PS zur Verfügung. Bei Normal sind es 136 und bei Sport hast du dann sozusagen hier die volle Power. Aber wenn du einen Kickdown machst, dann hast du immer die volle Leistung zur Verfügung, weil es kann ja durchaus sein, dass du mit Eco unterwegs bist und auf der Landstraße vielleicht mal einen Lastwagen oder einen Traktor oder so überholen möchtest. Schauen wir uns hier mal den Innenraum an. Ganz klar, sehr übersichtlich, sehr klar. Wir haben hier vorne die Pure Panels, die beiden Widescreen 10 Zoll Displays. Da ist alles drauf, was du brauchst. Dann wischst du hier einmal drüber, dann hast du das Navi. Aber du hast hier drin nicht alles digital, das ist sehr praxisgerecht. Du hast hier auch viele Tasten. Hier unten eine Leiste für die Klima, da oben nochmal für das Navi, sozusagen die Shortcuts. Also ich finde, das ist eine ganz gute Mischung hier zwischen modern und ein bisschen oldschool. Das ist vor allen Dingen sehr intuitiv alles zu bedienen. Eine sehr moderne Architektur, würde ich mal sagen. Was den Platz angeht, natürlich gerade auch hinten durch diese 6 cm mehr Radstand. Viel Platz für die Beine, für die Knie und auch nach oben für den Scheitel, glaube ich, wird es hier niemanden zu eng drin. Dann natürlich die Sitze hier, AGR, Aktion gesünder Rücken. Bequem wie immer. Und was die Assistenzsysteme angeht, auch alles an Bord. Vom Spurhalteassistenten über den Parkpiloten bis zum Frontkollisionswarner. Und extra Lob gibt es für das Head-Up-Display. Das strahlt wirklich sehr gut. Super gut in der Entfernung platziert, in der virtuellen Entfernung. Die Ziffern groß, das lässt sich wirklich gut lesen. Also das ganze Konzept hier im Innenraum ist mal so ziemlich gelungen, würde ich sagen. Der hat übrigens dadurch, dass er einen Akku drin hat, im Vergleich zum Verbrenner, eine 31% höhere Steifigkeit. Merkt man auch, der liegt wirklich wie das viel zitierte Brett auf der Straße. Das ist ein sehr sicheres, sehr entspanntes Fahren hier wiederum mit dem Auto. Also was hier das Fahren und Fahrkomfort angeht, kriegt der wirklich ein großes Like. Also vom Gesamtpaket her gefällt mir der Sportster Electric richtig gut. Ich würde ihn gerne nochmal mit ein bisschen Gepäck hinten drin so auf der Langstrecke testen. Aber so vom ersten Kurztest hier muss ich sagen, das ist eine rundum gelungene Sache. Was gefällt mir so an dem Auto? Dass er so klar ist. Klar in der Bedienung, klar im Fahren, so ohne Firlefanz, ohne Schnickschnack. Natürlich gibt es den Sportstourer auch als Benziner mit Diesel oder als Plug-in-Hybrid. Aber wenn es dann rein elektrisch sein soll, dann würde ich im Vergleich zum normalen fünftürigen Astra doch hier den Sportstourer empfehlen, weil er einfach mehr Platz hat, weil er hinten diesen großen Laderaum hat und weil er natürlich auch diesen längeren Radstand hat. Dadurch bietet er auch schon mal mehr Fahrkomfort und mehr Komfort gerade für die Leute hinten auf der Rückbank. Preislich geht's los in der Basisversion bei 43.490. Ab 2024 bist du dann abzüglich der Förderung bei 38.700. Ist auch absolut okay für ein Auto mit all dem, was der hier bietet. Willst du die Ausstattungsvariante GS haben, dann musst du nochmal so um die 3.000 oben drauflegen. So oder so, der Sportstourer Electric ist ein sehr modernes Auto, würde ich mal sagen. Sehr praktisch, sehr variabel einsetzbar.
Der fährt sich klasse, der ist super verarbeitet, die Materialien hier, das passt wirklich alles. Was mir auch wirklich sehr gut gefällt ist, der bimmelt und klingelt nicht die ganze Zeit, da hält er sich sehr zurück. Also das ist wirklich ein sehr solides elektrisches Auto, eben ein Kombi, genau so, wie man ihn sich vorstellt.